Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute bei Agrarprofi-Videoproduktion. So sieht's aus. Und zwar schauen wir uns heute an den Prototyp Echelböck Marox Hackgut-Erzeugung Bamminger Agrarprofi. Okay, alles klar, komm, wir starten rein ins Video. So, nicht lang schnacken, komm, nacken. Der Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei, lasst gerne auch ein Däumchen bei Edles Vibe und ein Abo. Ich weiß nicht, was für ein Sprachfehler heute aktiv ist. So, auf geht's. Schließen wir mal auf das Türchen hier. Und gehen mal rein in die Halle. Eine sehr schöne Garage, wie es mir scheint. Schauen wir mal. Oh, TGS 26 510 PS. Sportlich. Okay, das scheint unser Prototyp zu sein. Das Familienunternehmen Bamminger ist Spezialist für die Hackguterzeugung. Wir waren Anfang Juni mit der Kamera im oberösterreichischen Buchenau unterwegs, um uns ihren neuesten Hacker anzusehen. Den Marox, ein Prototyp der Firma Echelböck. Krass, also die haben einen Hacker, der ein Prototyp ist, und es ist eine Firma, die auf Hackschnitzel spezialisiert ist. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir durften Rudi und Daniel Bamminger einen Tag lang bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Diese schönen Hackschnitzel, ist schon geil, ne? Grüß sein, ich bin der Bamminger Daniel. Da wird es für mich jetzt wieder ein bisschen schwerer. Wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja kein Dreiseitenhof, das ist ja ein Vierseitenhof. Aber cool, das habe ich ja noch gar nicht. Aber das sieht ein bisschen aus. Entweder haben sie nur das eine Dach neu gedeckt, die eine Hälfte, oder es ist tatsächlich angebaut worden. Weiß man nicht. Es hat Zeit zu Besuch bei uns. Aber auch ein Pool, ne? Weißt du Bescheid? Hier, kleines Gartenhäuschen, Pool. Bei der Firma Bamminger Hackguterzeugung. Wir kommen aus Buchenau. Und wir haben sie vor über 20 Jahren spezialisiert auf die Erzeugung von Hackschnitzel. Wir sind mittlerweile im Besitz von zwei LKW-Großhockern plus sämtliche Opfertransportgeräte für den Handel von Hackgut. Okay, krass. Ui. Das Familienunternehmen hat eine ganze Flotte an Fahrzeugen. Beginn der ganzen Kette ist die Holzbringung, die durch den speziell umgebauten Steyr mit fest aufgebauten Kran durchgeführt wird. Das ist natürlich auch geil. Ein umgebauter Steyr mit Kran, aber guck mal, was da für Holz auch. Je nach Anforderungen kann der Kronos-Rungenwagen mitgeführt werden. Ein wesentlicher Vorteil des Gespanns ist das Arbeiten vor der Kabine. Sobald das Holz auf einem Haufen beisammen liegt, kommen die beiden Großhacker zum Einsatz. Die beiden LKW-Hacker Biber 92 und Biber 84 überzeugen mit der großen Schlagkraft bei ausgezeichneter Qualität. Das ist natürlich auch ordentlich. Ey, guck mal, was der da reinstopft. Also das ist schon stabil. Aber was ich auch krass finde, ist ja die LKW-Mulde. Ach du Kacke. Ich meine, gut, Hackschnitzel ist ein relativ luftiges Material, wenn das natürlich dann, also das Holz so gehackt ist. Das ist ja hier mit Sicherheit auch schon zum gewissen Teil abgetrocknet. Ist ein relativ luftiges Material, was ein großes Volumen hat bei weniger Gewicht. Das heißt natürlich, man braucht ein großes Volumen, eine große Mulde, um auf die, weiß ich nicht, was kann der zuladen, 26 Tonnen? Um die anfallenden Mengen an Hackgut abtransportieren zu können, sowas, der 40 steht Tonnen, für ne? kleinere Aufträge und kurze Transportwege ein Hummerkeeper mit 25 Kubikmetern bereit. Ah, okay. Das ist quasi so der kleinere Allrounder. Bei größeren Entfernungen kommt der Brandner Abschiebewagen mit 40 Kubikmeter und der MAN-Lastwagen mit aufgebauten Flügelabschiebewagen zum Einsatz. Krass. Das 45 Kubikmeter Ladevolumen kommt auch in anderen Bereichen der Landwirtschaft zum Einsatz. Und somit können auch sämtliche Transportarbeiten überbetrieblich ist natürlich auch mal eine ordentliche Schaufel, ausgeführt ne? werden. Zum kompletten Angebot gehört Steyr natürlich sogar. Auch bestes Management. Mit viel Erfahrung koordinieren die Männer den Weg ihres Hackguts bis ins Lager. Crazy. Um das Lager vollständig zu füllen, muss das Material aufgeschoben werden. Mit dem Haus... Ach, der bringt quasi. Teleskoplader, ja, schaufelt klar. Daniel die Halle bis oben hin voll. Somit nützt er das volle Volumen des Lagers aus. Der oberösterreichische Hackgut-Spezialist Bamminger bietet ganzjährig hochwertiges G30 sowie Industriehackgut zum Verkauf an. Da musst du ja, aber das ist ja krass mit so einer Abkippschaufel, da musst du ja tierisch aufpassen. Guck mal, so wie der da drin rumhandiert,
Also ich glaube, wenn ich das machen würde, ich würde erstmal ein, zwei Balken würden da wohl Mitleidenschaft gezogen werden, da bin ich mal ehrlich. Ja, wir können die Hochqualität in drei verschiedenen Stufen qualifizieren. Wir haben da jetzt, dort, was man sieht, das ist eine G30-Aufnahme. Das ist für kleinere, privatere Anlagen. Und unter anderem geht auch G50 für Mittelbetriebe. Und das Industriehackgut reden wir dann von G100. G30, 50 und 100, ist das vielleicht, hat das was mit der Hackschnitzelgröße zu tun? Also wie groß das ist? Je nachdem, wie groß die Anlagen sind, wo das drin verheizt wird? Der Unterschied liegt da an der Größe vom Hackgut. Wie groß die Chips sind, die was dann endgültig dann am Endverbraucher am Tisch liegen. Ja, Manus, einfach mal die Klappe halten und zuhören vielleicht. Aber hey, ich war richtig, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ist ein breites Know-how erforderlich. Dazu zählt die tägliche Wartung. Daniel kontrolliert die Messer genau, um eventuell gebrochene Scherstifte zu finden. Guckt euch mal an, ey, was da... Da geht's richtig ab drinne. Er schleift die Messer je nach Zustand mit dem Winkelschleifer oder mit dem hauseigenen Schleifautomaten. Somit kann immer beste Hackgutqualität garantiert werden. Ah, da musst du die Messer halt ausbauen für, ne? Da werden die richtig scharf gemacht. Ja. Da die Messer natürlich, müssen mit dem richtigen Abstand zur Gegenschneide zusammengeschraubt werden. Ne? Dafür verwendet er eine spezielle Vorrichtung. Gekonnt schraubt der Juniorchef die Einheit zusammen und baut sie wieder in den Rotor ein. Zur täglichen Wartung gehört das Abschmieren und das Kontrollieren der Verschleißteile. Täglich? Täglich? Derzeit ist das G30-Sieb für feine Hackschnitzel eingebaut. Beim nächsten Einsatz wird das größere G100-Sieb für die Erzeugung von Industriehackgut benötigt. Mit seinem selbstgebauten Hallenkran hebt er das G30-Sieb heraus und baut das größere ein. Krass. Nach dem Schließen des Deckels kann es losgehen. Womit wird bei euch geheizt? Und damit da drinnen findet die Party statt. Schreibt es uns unten in die Kommentare. Ja, womit wird bei uns geheizt? Kann ich euch sagen, mit Erdgas. Wir heizen tatsächlich mit Erdgas, also wir haben eine Erdgas-Brennwerttherme, weil wir halt Erdgas genau vor der Haustür liegen haben. Ne? Und da war für uns für Neubau da nichts anderes, was in Frage kommt, was sich halt auch irgendwo amortisiert. Die andere Seite ist natürlich, jetzt sind die Erdgaspreise, das geht natürlich alles gerade nach oben, auch durch diesen Konflikt und generell so diese ganzen Geschichten, die hier laufen. Es ist ja, ist das eine halbwegs unter Kontrolle, geht das nächste los. Es ist ja echt zum, oh, es ist zum Heulen zur Zeit. Also wirklich, ich, ach, schwierige Situation. Ja, und man muss natürlich sagen, Hackschnitzel, ein Kumpel von mir hat eine große Hackschnitzelheizung, der heizt drei Häuser. Da hat, wohnen die Eltern, dann in der Mitte hat er gebaut und rechts sind noch die Großeltern, werden alle drei Häuser durch eine Hackschnitzelheizung geheizt. Aber da brauchst du natürlich auch einen dementsprechend großen Bunker. Ne, das ist auch so eine Sache. Das Familienunternehmen Bamminger hat sich am Anfang dieses Jahres einen Prototypen von Eschelböck gekauft, den Maros. Was? Warum wir Prototyp? Wir sind seit Anfang des Jahres im Besitz des ersten Marox. Das ist ein Euro 6D Lastwagen von der Firma MAN mit einem Automatikgetriebe. Und die Besonderheit ist, dadurch, durch das Automatikgetriebe kann ich den ganzen Vorkomfort, was ich am Fahrersitz habe, auch am Beifahrersitz machen. Das ist gerade ein Vorteil bei kleineren Haufen, wenn es weiter vorne ist, da habe ich eine relativ schnelle Einsatzgeschwindigkeit. Neu. Mit diesen, wie krass, mit dieser Kabine und hinten alles noch aus Glas und so weiter. Also, das ist schon der geil. Balfinger Epsilon Kran, der hat eine längere Reichweite und ebenfalls eine schnellere Geschwindigkeit. Eine Neuerung ist unter anderem auch der Auswurf. Ich habe da relativ hohe Arbeitshöhe und ist somit optimal für die Forstwege, wenn es von hinten arbeitsbedingt nicht anders möglich ist zum Laden. Geil. Das ist ja super praktisch. Das ist die ja Einzugsöffnung mit einer Höhe von 60 cm und einer Breite von 122 cm ist ideal für Stammdurchmesser bis maximal 60 cm. 60 cm, Alter, das ist so ein Oschi. So ein Oschi, ey. Was da weggehäckselt wird. Der knallt den LKW voll, ey. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, ey. Weißt du, wie viele Hackschnitzel da drin sind? Der zweite Hack im Besitz von Bamminger ist ein Biber 92 RBZ.
Der ältere ermöglicht Stammdurchmesser bis 75 cm. Holla! Alles schön irre. Übrigens, mit dem seitlich aufgebauten Holzspalter lassen sich dickere Stämme leicht spalten und somit sofort hacken. Rudi Bamminger, der Chef, führt uns dieses praktische Feature vor. Er greift die Stämme mit dem Kran an und spaltet sie ganz einfach auf. Ah lol, der hat gleich so einen Holzspalter dran. Wie unfassbar praktisch ist das denn bitte? Ja, das ist ja genial. Und dann kann er sie gleich reinstopfen. Aber cool, oder? Da kannst du die dicken Stämme gleich klein machen. Der Hackgutspezialist Bamminger ist breit aufgestellt. Von der Holzbringung zum Hacken über den Abtransport bis hin zum Aufschieben des Hackguts bietet euch das Familienunternehmen. Also ganz ehrlich, da hätte ich auch mal Bock drauf. So ein Ding mal zu fahren und da mal so ein bisschen mit dem Kran auch da mal zu bedienen und mal Hackschnitze selber zu produzieren. Die ganze Arbeitskette. Das wäre schon mal cool. Hier, guck mal, der Abschieber, das ist ein ganz schöner Oschi. Wie gefällt euch das Unternehmen? Welche Maschine aus dem Fuhrpark ist euer Favorit? Wir sind auf eure Meinungen gespannt. Ja, ganz klar ist natürlich der Favorit der Steyr. Der Steyr-Traktor finde ich super geil, Steyr-Traktoren. Ich mag die übel. Und auch optisch. Aber ist natürlich der Dings. Der Prototyp ist natürlich eine geile Sache, ne? Also das ist eine coole Sache. Und krass, dass sich das so mit Hackschnitzeln so etabliert hat. Also die machen ja anscheinend auch nur Hackschnitzel. Und also dass sich das so etabliert hat, Respekt, muss man echt sagen. Also coole Sache, definitiv. Gut, ich bin aber erstmal raus, meine lieben Freunde. Schaut gerne vorbei hier bei Agrarprofi. Link ist ja in der Videobeschreibung. Und bis dahin, tschüss und ciao. Danke für das schöne Video.